Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch letzte Worte VR zocken, also eine Demo davon. Und jetzt schalten wir hier mal schon mal die Untertitel aus. Ja, ist ein sehr ernstes Thema oder eine ernste Geschichte, sag ich mal. Wir spielen Lisa, die ihren Bruder Leo verloren hat durch einen Selbstmord. Und ja, die Erinnerungen sind hier irgendwie total verblasst und wir müssen wahrscheinlich alles wieder aufarbeiten. Ist so ein bisschen Adventure dabei und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Und ja, viel Spaß. Okay, hier ist alles dunkel. Oh. Kann ich dich nehmen? Jetzt wird mir eine Taste hier angezeigt. Ah, okay. Ja, wir haben auch nur Teleport zur Verfügung. Es gibt kein Free Locomotion. Das heißt, ihr braucht wirklich 360 Grad im Raum. Ihr müsst euch die ganze Zeit hin und her bewegen. Also sollte man auch dann wissen. Auch wenn ich Free Locomotion bevorzuge. Natürlich ist es cool, wenn man im Spiel die ganze Zeit nur im Raum herumlaufen kann. Aber nicht jeder hat den Platz. Also mein Platz ist auch begrenzt. Das reicht so gerade. Deshalb finde ich Free Locomotion optional immer besser. Okay, ich bin dran. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist schwarz. Hey, das ist gemein. Hier ist es doch stockdunkel. Okay, das waren wahrscheinlich Lisa und Leo. Das war eine kleine Erinnerung. Bei der Sache hier darf man auch nicht Motion Sickness anfällig sein. Das Ding schmeißt dann schon so ein bisschen zurück. Keine Angst, Leute, das Spiel ist nicht die ganze Zeit so. Es ist nur so eine kleine Einführung in die Geschichte, in die Story. Okay, da scheint irgendwas passiert zu sein. Schon okay. Alles ist gut. Mir geht's gut. Hört sich aber nicht so an, dass dir gut geht. Okay, Ladebildschirm. Oh, okay. Ja, hier sind wir jetzt in der Wohnung von der Lisa. Da hinten wird mir das angezeigt. Schubladen, ah, okay. Solche Karten kriege ich auch immer nur von Leo. Happy B-Day. Okay, nächste Schublade. Okay, Lisa scheint eine Künstlerin zu sein. Was auch hier das Atelier erklärt. Okay, kann ich hier was mitmachen? Dreckige Tasse. Wahrscheinlich irgendeine Tasse für... Ich hoffe nicht, dass da mal Kaffee drin war. Ich hoffe, dass das irgendwie für Pinsel oder so gedacht ist. Okay, schauen wir uns mal den Schreibtisch mal kurz an. Hier haben wir ein Handy. Chef, Ausstellung, ich glaube, da steht eine 1, eine Nachricht, oder eine 7 könnte es auch sein.
Leo hat 10-mal angerufen an 1.13 Uhr, also mitten in der Nacht. Und eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Können wir irgendwas machen? Nein. Okay. Da kann man auch nichts machen. Wir haben eine Postkarte. Aus Paris. Hallo Lisa, ich bin gerade in Paris und habt ihr ja versprochen, eine Karte zu schicken. Tja, hier ist die Karte. War heute mal wieder beim Eiffelturm und habt ihr einen dieser Miniatur-Eiffeltürme gekauft. Bis bald. Kann man nicht lesen. Ist sowieso ziemlich schwer, so kleine Schrift zu lesen. In VR. Okay, was haben wir hier? Mal hier irgendwas nehmen. Eine Kerze, okay. Dann gehen wir hier mal hin. Oh je, ich sollte echt mal wieder aufräumen. Definitiv. Was haben wir hier? Acrylfarbe. Okay, die anderen können wir nicht nehmen. Oh komm. Irgendwie eine Gipsmaske oder so. Oh. Okay. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, man kann nicht alles greifen oder anfassen. Sieht aus wie Bart oder Lötzinn. Okay, ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas... Kann man jetzt hier irgendwie zeichnen, ne. Okay, gehen wir mal weiter. Hinten ist ein Plattenspieler, das gucken wir uns jetzt mal an. Nikola Heidler Wings. Cool, geht sogar. In die anderen Platten auch? Das möchte ich jetzt mal probieren. Jo. Okay, dann drei Platten zur Auswahl. Okay, das gefiel mir am besten irgendwie. Checken wir mal weiter. Hier ist eine Kakteen. Er glaubt bis heute, dass er dort einen Drachen gesehen hat. Loch Ness oder was? Ja, das sind scheinbar Lisa und Leo. Das Foto kann ich nicht nehmen. Oder das Bild. Hier ist wieder eine Postkarte von Paris. Och. Also das ist gar nicht gut. So. Du kannst aber gar nicht mehr lesen. So, bonjour Lisa. Ich habe heute die Ausstellung im Louvre gesehen, die du mir empfohlen hast. War echt klasse. Vielen Dank. Irgendwas. Lisa Wagner, Annenstraße in Graz, Österreich. Okay. Kann man hier raus? Nee. Was ist denn das hier? Okay. An der Couch will ich. Es wäre Zeit, um wieder mal was zu malen. Was ein Hinweis? Nee. Okay, gehen wir mal in den Flur. Oh, Telefon. Leo, 932. Hallo? Hey Lisa, ich bin's. Könnte ich kurz vorbeikommen? Ich muss dringend mit jemandem reden. Leo? Meinst du sofort? Ja. Also eigentlich wollte ich gerade los, um... Bitte. Bitte, es ist wirklich wichtig. Ich brauche dich. Tut mir leid, ich muss gleich los, aber ich kann dich doch später nochmal anrufen. Nein, nicht nötig. Bist du dir sicher? Ich könnte doch... Nein. Passt schon. Hallo?
Okay. Ja. Man sollte nie jemanden irgendwie vertrösten, der Hilfe sucht, anruft und fragt, dass es sehr wichtig ist, sollte man nie vertrösten. Also immer den Leuten auch die Chance geben, dann vorbeizukommen. Hallo Lisa, schöne Grüße aus New York. Dachte, ich schreibe dir diese Karte von der Liberty Island aus. Gestern hatten wir eine echt schräge Begegnung mit einem Fremdenführer, der uns mit einem Bus ins Nirgendwo geführt hatte. Kam raus, dass der Typ gar kein echter Reiseführer war. Voll schräg. Tja, bis bald. Spitzer. Okay, die Lisa kriegt sehr viel Karten. Postkarten. Checken wir hier nochmal die Schubladen. Ikea lässt grüßen. Oh, noch Den Haag. Hallo Lisa, schöne Grüße aus Holland. Deine. Okay, da passiert auch nichts. Da liegt noch eine Postkarte. Die Schuhe sind wohl sehr klein. Oh, und die Schrift ist noch kleiner als die Schuhe. Das Greifen muss echt verbessert werden. Nein. So, jetzt habe ich dich aber, oder? Bin ich dich jetzt so? Boah, jetzt aber. Ich leg dich mal da auf den Tisch oder auf den Sideboard, dann kann ich besser lesen. Alter, ist das klein. Okay, ich muss sie wirklich in der Hand halten, das ist ja blöd. Sonst pack die wieder weg oder steck sie jetzt hier hin und hock mich so ein bisschen hin, weil ich kann es echt sonst nicht lesen. Hallo Lisa, schöne Grüße aus Italien. Die Karten vom schiefen Turm waren leider alle. Aber ja, ich habe so ein doofes Bild gemacht, bei dem ich mich so... Ich kann es nicht lesen. Tauriermäßig im Vordergrund dagegen lehne. Schicke ich dir, sobald ich mal wieder eine stabile Internetverbindung habe. Meine Freundin meinte sogar, dass wenn sie noch so ein blödes Foto machen muss, ich bald wieder Single sei. Naja. Das kann ich nicht lesen, ist zu klein. Guckt auch schon so böse. Achso, sie guckt auch schon so böse. Melde mich, wenn wir in, keine Ahnung, Spanien sind. Okay. Aber man kann nie lesen, von wem die sind. Ob das die auch alle vom Leo sind? Haben wir noch irgendwas übersehen? Ich habe, glaube ich, die Schubladen gar nicht gecheckt, oder? Ob da irgendwas ist. Ah, da ist eine Postkarte auch wieder. Cologne, also aus Köln. Hallo Lisa, schöne Grüße aus Deutschland. Haben heute den Kölner Dom besichtigt. Das Wetter ist auch okay. Liebe Grüße. Na, das könnte jetzt schon Leo sein. Obwohl es keine Männerschrift ist. Okay, dann werden wir mal zur Tür gehen. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Ja. Ja, ich vermute, die Entwickler kommen alle aus Österreich. Nur eine Vermutung. Ja, sehr ernstes und trauriges Thema. Aber ich finde es cool, dass da Entwickler dran arbeiten, dass sowas auch in VR umgesetzt wird und dadurch eine Geschichte erzählt wird. Dass man sich da rantraut an so eine Story. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat es dann trotzdem gefallen und einen kleinen Einblick in das Spiel. Das erscheint, glaube ich, in 2 Monaten, also so Januar, glaube ich. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ciao.